ich mal sagen, auf zur Kapelle. Sprinten! Guck mal, hier unten bewegt sich noch die Leiche hier oder hat sich gerade noch ein bisschen bewegt. In seiner sexy Miley Cyrus Pose. Auf jeden Fall auf, zurück zur Skillungsfestung. Vielleicht kann ich noch eine Waffe verbessern. Und dann zum Kloster-Dingsbums. Vielleicht ist da dann die Perle. Das wäre mega nice. Auf. So. Dann skillen wir mich mal. Ah, skillen wird sowieso nicht funktionieren. Aber ich kann vielleicht meine Waffen ein bisschen besser verbessern. Vielleicht ein paar Sachen gekriegt. Verstärken geht schon nicht mehr. Jägerpistole könnte ich verstärken, aber ich finde, Pistole macht sowieso keinen Damage. Da frage ich mich, wieso ich überhaupt verstärken sollte. Waffe reparieren könnte ich und gucken, ob ich bessere Veredelung habe. Hier habe ich plus 0,7%. Da sind die stärksten 1,4, nämlich 1,4 und 1,4, so. So, die am meisten Wumms. Hier kann ich nichts verbessern. So. Habe jetzt ein bisschen Schaden verstärkt. Und dann kaufe ich noch ein paar Fiolen und Silberkugel, einfach nur, um meine Seelen loszuwerden. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, was die Perle... Vielleicht verkauft mir die Perle, die ich jetzt dahin geschickt habe, zur Kathedrale. Vielleicht schenkt ihr mir was oder verkauft mir was. Deswegen behalte ich mal die Seelen. Vielleicht kann ich da irgendwas Neues kaufen. So. Ist die Perle hier? Ah, danke. Diese alte Frau, ihr habt ihr von diesem Ort erzählt, ja? Naja, sie redet nicht besonders viel, aber trotzdem... Es ist auf jeden Fall gut, dass sie am Leben ist. Triumph bekommen, okay. Wo ist denn die alte Frau? Ich sehe keine. Ah, da ist sie. Oh nein, ich habe das nicht vergessen. Glaubt ihr, ich schulde euch etwas? Ho, na, das ist ein guter Witz, muss ich sagen. Diese ganzen Probleme, die Janam hat, daran seid nur ihr umtriebigen Fremden schuld. Unser Blut ist ruiniert. Verdorben durch euch. Kommt mir nicht zu nahe. Ich kenne Leute wie euch. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr Dankbarkeit erwartet, aber naja. Vor allem, ich doof finde, ich kann nicht von hier aus direkt zum Punkt reisen, wo ich hin will. Ich muss wirklich so im Traum des Jägers und ich reise dann zum, ja, da, wo der nächste Endboss ist. Ich schneide das dann einfach weg, wie ich dahin reise. Beziehungsweise, ich glaube doch, ich kaufe mir jetzt hier noch ein paar Blutfiolen, bevor ich weiter durchreise. Jetzt 20 Fiolen glaube ich auch nicht. Was noch? Oh, ein paar. Kann ich noch zusätzlich Blutfiolen haben? Ah, hab schon das Maximum, okay. Dann kann ich aber ein paar Silberkugeln kaufen, beziehungsweise Quecksilberkugeln. Ich gebe lieber alle Seelen aus, bevor ich sterbe, und dann sind sie sowieso weg. Ist doch auch kacke. Ab nach Aldjanam. So, jetzt heißt es schnell wieder zum Endgegner. Und versuchen ihn zu bezwingen. Mit Gegengift ist es, glaube ich, am schlauesten. In der Nebenhand. Weil er ja alles vergiftet. Was ich nur schlimm an dem Endgegner finde, ist, manchmal macht er diesen Griff, womit er mich auf den Boden drückt und mich mehrmals in mich reinbeißt und dann bin ich eigentlich tot. Also kann ich nichts mehr, da habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich will gern volle Leben behalten, deswegen renne ich einfach an allem vorbei, was geht.
Ich finde, Werwölfe sind immer noch die ätzendsten Gegner. Das sind also die normalen Gegner. Was gibt der? Steinscherben, juhu! Das sind immer die, die weglaufen, so. Beziehungsweise der, der wegläuft. Dann versuche ich mal mein Bestes. Vor allem meine Hände sind voll am Schwitzen, weil ich schon Angst vor einem bösen Gegner habe. Der Anfang ist ja recht leicht, bis er sich verwandelt. Dann werde ich große Probleme haben. Nein! Fing schon gut an. Aber wenn er ausholt, dann trifft er gar nicht. Was ist los mit dem? Also im ersten Modus. Nein! Mal heilen hier. Nein! Boah, trotzdem erwischt. Läuft ja schon mal nicht so gut. Es ist an diesem Mega-Modus. Vielleicht kann ich ihn ja auch mal mit dem Molotow-Cocktail treffen. Scheint aber nicht so viel zu wirken. Oh! Ich merke gerade, ich bin fast gestorben, einfach an Gift. Weiß ich, was mir nochmal heilen. Jetzt macht er noch irgendwas, das beunruhigt mich. Nein, daneben. Nein.
geschehen. Fatality. Ich hab ihn besiegt. Ich hab ihn besiegt. Gott sei Dank. Boah, mir ist das Herz fast stehen geblieben. Meine Fiolen weg. Guck mal mein Leben an. Ich hab ja so knapp überlebt, dass das ist nicht mehr feierlich. Schnell weg hier und speichern. Meine Hände sind so am Ölen. Ich bin fast vom Joystick weggerutscht. Ich hab alle 20 Fiolen weggehauen und hab jetzt kaum noch irgendwas. Meine Güte. Schnell zurück. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr meine Hände gerade ölen. Boah. Was eine Aufregung. Willkommen daheim. Was wünscht? Ich bin voll am Zittern noch. Lasst mich nehmen. Diesmal mache ich die Ausdauer, glaube ich, ein höher. Ich hoffe, mein Leben ist dann vollkommen wieder da. Wenn ich level, ist mein Leben wieder vollkommen da. Danke, Schnucki. Dann würde ich sagen, als allererstes ganz viele Blutfiolen kaufen. Okay, gehen zwar nur 11, aber reicht schon. Meine Güte. Ab zur Kirche des guten Kelchs. So. Hier habe ich zuletzt das mega fette Viech getötet. Erstmal kurz gucken, ob ich hier irgendwas looten kann. Die hässliche Blutbestie. Boah, das Gift war auch echt ätzend. Ich habe mal kurz nicht aufgepasst. Ich war die ganze Zeit vergiftet. Guck hoch. Und bumm! Hatte ich kaum noch Leben. 3 Gegengifte hier hinter. Jetzt bringen die am auch nicht mehr viel. Hä? Wofür war ich denn jetzt hier? Geht's hier überhaupt weiter? Ich dachte, hier hinten geht's dann weiter. Jetzt habe ich so gesehen auch umsonst getötet, wie das andere Biest. Egal, mein Speicherpunkt, ne? Boah, das war ein Kampf. Ich dachte, mein Anus platzt, weil ich dann so einen Haufen vor Schiss legen würde, wenn ich sterbe. Oh mein Gott. Das war echt übelst krasser Scheiß. Gut, dass ich das als Video aufgenommen habe, sonst würde mir niemand glauben, wie knapp der Scheiß war. Aber ich habe den Beweis. Ich habe es besiegt mit eigenen Händen, mit bloßen Händen. Ohne Hilfe von außerhalb. Apropos, erstmal gucken, was das für ein Item gab. Es kommen immer so coole Items. Kaltbluttau habe ich schon mal eins. Aber es sind ja immer... Ich habe 31 Blutsteinscherben. Odin Grabschlüssel. Schlüssel zum Tor, das das Grab Odeons versperrt. Verstärkt Waffen mit Blutstein. Abzeichen der Schwertkämpferjäger mit Segen der Kirche. Okay. Ein Kelch. Den habe ich, glaube ich, gerade. Ritualkelch aus der Kirche des guten Kelchs. Verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und brich das Siegel des alten Untergrundlabyrinths. Auf das der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf das Blut den Jäger nähre und auf das du an der Kommunion teilnimmst. Okay, ich kann den im Traum des Jägers verwenden, um irgendein Ritual zu machen. Ich meine auch an irgendeinem Grab, wenn man da hingegangen, dann steht da, dir fehlt ein Kelch oder so. Frage ist, ob ich das jetzt direkt machen muss oder ob ich hier weiter jiggern kann erstmal. Ich glaube, ich jigger bis zum nächsten Tod erstmal hier lang. Aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich meine nämlich, es gab noch keine großen neuen Orte, die ich besuchen kann. Ah, hier geht's runter. Ah, hier war ein Werwolf, wenn ich da durchgehe. Ich erinnere mich. Hier wartet auch einer. Ich frage mich nur, ob das Blutdingens jetzt viel bringt. Oh. Gengift hat ihm eingegeben. So. Ich
Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich habe auch keinen Plan von Ecken, wo ich möglicherweise jetzt noch irgendwas reißen könnte oder so. Ich gehe erstmal wieder hoch. Vielleicht gehe ich auch nachher erstmal ein Labyrinth aufmachen mit dem Kelch. Vielleicht muss ich da ja wirklich hin. Jetzt mal nochmal gucken, was hier ganz oben war. Ich glaube, ja genau, hier war nichts. Es kann nicht sein, dass ich mit einem ritualen Kelch ein anderes Land aufmachen muss. Ich dachte, es geht hier irgendwie weiter. Vielleicht, es könnte auch noch sein, da wo ich immer wo ich zuletzt abgeschossen wurde von diesem kranken Spasti. Da könnte es rein theoretisch auch weitergehen. Aber wer weiß. Ich gehe jetzt mal zurück und mache mit dem Kelch da, den ich gerade von dieser Blutbestie bekommen habe, mache ich dieses Ritual in der Jägerwelt. Im Land der Jäger oder wie das auch immer hieß. Und guck mal, wo es mich hinführt. Traum der Jäger, Entschuldigung. Nicht Land der Jäger. So, ich meine, der Kelch war dann hier. Kelch der Kurzen. Dann hier. Verwende den Ritualaltar, um deinen Kelchverlies mit deinem Kelchritual zu erstellen oder nach Kelchenverlies von Jäger in andere Welten zu suchen. Mach ich mal einfach. Das Verlies. Erstes Ritualaltar. Zweiter Ritualaltar. Dritter Ritualaltar. Vierter Ritualaltar. Fünfter. Also ich kann das überall machen. Immer Stück für Stück. Ich habe jetzt das erste Verlies gemacht. Wie es aussieht. Was ist das hier? Erwachensgrabstein. Erwachensgrabstein. Dann sind aber noch viele. Ich bin gerade noch beim ersten. Habe ich wohl noch nicht viel geschafft. Ich gehe mal hier. Siegel. Ptumeneranisches Labyrinth. Labyrinth gefällt mir gar nicht. So. Labyrinth Ebene 1. Lampe anmachen. Schon mal keine schlechte Idee. Okay. Lampe anmachen. Gibt's aber viele Lampen. Ich denke, es muss auf der anderen Seite wieder hoch. Aber hier unten gibt's auch Sachen. Da unten ist eine Höhle, sehe ich gerade. Mal reingucken. Das ist was Großes, das schießt, glaube ich, mit ihm was gleich. Okay, so schlimm war es jetzt nicht. Ah, verbuggt, es ist weggeflogen. Irgendwas.
Äxte hin und her flitzen hier. Molotow-Cocktail, woo! Was ist das? Oh, hier sieht man echt mega neblig. Man sieht bestimmt fast gar nichts bei euch. Ich komme noch ganz gut klar, weil mein Bildschirm recht hell ist. Glänzende Münze. Blutfiole. Mir alles töten, meine Güte. Oh, noch viele Ratten. Grabschimmel? Was zur Hölle ist Grabschimmel? Finde ich hier nicht. Fernrohr. Grabschimmel, Material für ein Ritual des Heiligen Kelchs. Schimmel, der aus verfaultem Fleisch und Blut mit altem Labyrinth wächst, reift und trägt dann riesige Sporen. Ich denke, die Labyrinthe hier tragen nicht zur Story bei, aber... Warum mal nicht hier drin rumstolzieren? Gibt Items. Gibt Blut. Alles, was geht. Komme ich nicht weiter. Das ist ein kleines Dingsbums. Anzünden bringt auch nichts. Es ist wieder zurück, hier gab es nur Items. Von da rechts kam ich. Jetzt wirft irgendwas mit Feuer. Da oben so ein Spacko. Ich gehe mal hier links hoch. Von einem Gerät versperrt, okay. Naja. Angst, dass mich die Ratte direkt angreift. Angst vor allem. Naja, dann mal weiter.